Hallo und herzlich willkommen im Arbeitszimmer. Das hat Gründe, weshalb ich hier hocke, weil ich hier unter anderem den Technikkrempel aufbewahre. Und damit ist das hier auch der Ort, an dem ich jetzt dann die zweite Hälfte bzw. den zweiten Teil, ich werde das schon separat schneiden, weil das eine interessiert vielleicht den einen oder anderen noch, das andere dann wahrscheinlich, ja, vielleicht nicht zwingend auch. Und deswegen ein Zweiteiler, zweimal Dankeschön. Es sind insgesamt auch ein paar Dinge, die ich gar nicht zeigen kann, beziehungsweise nur sekundär zeigen kann, und ein bisschen was ich auch zeigen kann. Ja, aber nichtsdestotrotz sage ich wie immer bei allem, was ich so geschenkt bekommen habe, Dankeschön. Und ich muss mich jetzt umstellen, weil jetzt gucke ich mal wieder in die alte Kamera, nicht in die neue Kamera, denn das ist so ein Thema, die neue Kamera, ne? Das ist auch ein Dankeschön. Das kommt dann später, nur deswegen habe ich jetzt gerade zurzeit Kameraverwirrung, je nachdem, mit welchem Gerät ich arbeite. Ich habe jetzt also zwei wirklich sehr gute Kameras, mit denen man prima aber drei Kameras, mit denen man prima arbeiten kann, und deswegen kommt es dann halt immer darauf an, was ich gerade vorhabe und womit ich gerade arbeite, dass ich dann gar nicht so genau weiß, wo ich jetzt eigentlich jeweils hingucken soll. Aber ihr kennt das ja, ich gucke sowieso nicht besonders konsequent wirklich ins Objektiv, sondern gerne mal nebendran aufs Display, ne? Je näher man dem kommt, desto daneben ist es natürlich. Aber ja, na, das ist nun mal so. Es gibt ein paar, die beschweren sich da regelmäßig. Ja, nicht ganz zu Unrecht. Und klar sollte ich das eigentlich im Grunde nach ein paar Jährchen, die ich das jetzt schon mache, 5, ja, irgendwie sowas, irgendwann mal hinbekommen. Aber ich bin halt blöd. Hm? So, also, jetzt kommen wir zum Dankeschön und übrigens, dass ich bin halt blöd. Argument ist auch immer super, wenn ich meiner Frau gegenüber irgendwas nicht ganz korrekt gemacht habe, dann kann man damit immer hervorragend argumentieren, dass sie das doch schon vorher wusste, dass ich blöd bin. Ja, und dann kann sie eigentlich nicht mehr viel sagen. Hervorragendes Argument, ja. Also für alle, die noch heiraten wollen, ich empfehle, immer schön dumm stellen, lächeln und winken und Ja, Schatz sagen, auch wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, wovon sie gerade spricht. Meistens merkt sie es aber dann doch und dann ist es wieder schwierig. Also vielleicht doch kein so guter Rat. Egal. So, jedenfalls, sie ist gerade nicht im Hintergrund aktiv. Ja, Dankeschön Nummer 1. Was wir zur Hochzeit noch bekommen haben, war tatsächlich sogar noch eine Kärtchen von einem sehr treuen Zuschauer. Vielen, vielen herzlichen Dank. Da haben wir uns beide sehr, sehr drüber gefreut. Da ist noch eine Amazon-Geschenkkarte drin gewesen. Die darf ich, glaube ich, auch kurz in die Kamera halten. Nur ganz kurz, ne? Ist prima und danke, und wurde entsprechend investiert in das Gorilla-Pod, auf dem die Kamera jetzt gerade steht. Das kann ich jetzt schlecht. Irgendwas ist halt immer, ne? Jetzt habe ich extra die Kamera genommen, damit ich dann nachher die hier auch mal in die Kamera halten kann. Und jetzt steht... Also wenn du gerne wissen möchtest, wie ein Gorilla-Pod aussieht, dann den anderen Dankeschön-Teil auch noch angucken. Dann zeige ich dir nochmal, uns allen, ne? Wie ein Gorilla-Pod ausschaut. Jedenfalls eine prima Ergänzung im Portfolio der Stative, die ich so habe oder noch nicht habe, ne? Ja, ich denke, das war eine würdige Investition. Da haben wir auch beide viel Freude dran. Auch Evelyn hat da Spaß mit. So, denn die macht ja inzwischen auch gerne mal ein paar Fotos. Und gerade mit dieser Kamera wird sie dann jetzt in Zukunft häufiger nebenher noch ein bisschen was tun, während ich mit der anderen was tue. Dann das ist so der Plan. Aber gut, Dankeschön Video, ne? Da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, wie ich lustig bin. Da erwartet hoffentlich niemand einen zusammenhängenden roten Faden. So, also, Nummer 1, immaterielles Geschenk. Immaterielles Geschenk. Es gibt zwei Leute, die hatten keine Lust auf Patreon, und die haben entsprechend alternativ einen Dauerauftrag eingerichtet, ohne dafür in irgendeiner Form eine Gegenleistung zu bekommen, was mir immer so ein bisschen ist. Aber zumindest herzlich bedanken möchte ich mich da jetzt nochmal. Ich hoffe, es fühlen sich die zwei richtigen Leute entsprechend angesprochen. Einer davon, also ist ein nicht ganz kleiner Dauerauftrag, und auch da nochmal, also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist natürlich wirklich ganz, ganz großartig. Für die Unterstützung danken wir dir sehr, also alle beide natürlich. Meine Frau hat da ja auch was von, und ich glaube, du solltest
entweder heute noch, wenn ich das drehe, oder in den nächsten Tagen, also beziehungsweise bis es hochgeladen ist, hast du hoffentlich auch noch eine Mail bekommen von meiner Evelyn, die da auch noch mal irgendwie so ein bisschen Dank enthält. Ne? So, das also nur mal kurz am Rande erwähnt. Das ist wirklich sehr, sehr großzügig und wirklich vielen, vielen Dank. Freuen wir uns sehr. So, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich Geschenkkarte, habe ich schon gemacht. und dann habe ich noch zweimal Buch und dann kommen wir zur Technik. Buch Nummer 1, richtig cool. Ich habe das schon oft gesehen, gerade noch damals, ne, als ich gerade angefangen hatte, mich mit diesem Kram zu beschäftigen, wusste ich, dass es dieses Buch gibt. Und von dem Uhl hat man schon mal gehört. Ja, das ist von Wolfgang Uhl, auch bekannt als der Uhl. Also wenn ein Buch einen derartigen Kultstatus erlangt hat, dass es als der Tüxen gibt's nicht. Also jedenfalls nicht unter B-Tüxen, unter R-Tüxen gibt's das schon. Aber egal, jedenfalls, wenn man diesen Status mal erlangt hat, dann kann man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Ruhe setzen, aber man darf sich sicherlich freuen. Und der Uhl, das ist definitiv so ein Fall. Das ist ein Handbuch für Rucksackreisen, wie hier der Titel so schön besagt, und deckt tatsächlich aus der damaligen Zeit. Und das ist super spannend, weil man sich da wirklich mal angucken kann, was gibt's denn heute noch? Was war denn damals schon toll, um quasi ewig haltende Ausrüstung zu finden? Ist das also ein wirklich wertvolles Nachschlagewerk? Da freue ich mich sehr drüber. Also vielen Dank. Und kurz nochmal gucken, von wann das ist. Ja, von 88. Also so alt bin ich nicht, ne? Ganz unvoreingenommen, nicht, dass irgendjemand anders alt ist, nur weil er den Uhl noch persönlich kennt. Was weiß ich. Nicht böse gemeint, wirklich nicht. Aber ja, 88, das ist 4 Jahre nach mir. Da habe ich mich noch nicht für das Thema interessiert. Aber ich weiß eben dann, als ich angefangen habe, mich für das Thema zu interessieren, als ich 15 war und dieses Buch hier dann demzufolge 11 Jahre alt, war es eine der möglichen Literaturempfehlungen, die mich immer mal wieder eingeholt haben, als ich eben begonnen habe, mich überhaupt für das Thema Trekkingausrüstung, Trekkingtouren, Wildnistouren und so weiter und so fort zu interessieren. Ich meine, der Nehberg hätte dieses Buch auch mal irgendwo erwähnt gehabt. Ich meine es auch, also ich gehe mal, seit ich denken kann, gehen wir auf Fotovorträge, Dia-Vorträge. Das heißt, gehen wir, inzwischen primär nur noch ich, aber früher mit meinem Vater. Und dementsprechend gab es da auch gerne mal Literaturempfehlungen. Es gab ja noch kein Internet für die ganz Jungen. Und da musste man halt gucken, wo man seine Infos zu solchen Wildnisreisen und solchen überhaupt solchen Fotoreisen und dem Entdecken von abgelegenen Regionen, wo man da seine Infos herbekommt. Und deswegen die paar Bücher, die es zu diesem Thema gab, die haben recht schnell Kultstatus erlangt, soweit ich mich jetzt erinnere. Wie gesagt, ich bin eigentlich zu jung, um hier drüber Erfahrungsberichte abgeben zu können. Aber eben ein Thema, ein mögliches Büchlein. Ich wollte da nicht alle haben, weil ich hatte ja auch nur begrenztes Einkommen zur Verfügung, vorsichtig ausgedrückt. Aber eins der Bücher, mit denen ich auch geliebäugelt hatte, war der. Irgendwie ist mir das dann wieder verloren gegangen über die Jahrzehnte. Und jetzt ist er da. Super, super, super cool. Also das Buch beinhaltet, für alle, die es interessiert, und auch für diejenigen, die es nicht interessiert, die müssen sich das trotzdem anhören, sofern ich weiter gucken wollte. zu den verschiedenen Klimagebieten so grundlegende Hinweise, welche Ausrüstung man da braucht. Und da kommt es immer sehr drauf an, was man überhaupt vorhat. Überhaupt finde ich ganz, ganz toll. Etwas, was jetzt in Zeiten des Internets fast schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist die zentrale Frage, was hast du überhaupt vor? Ne? Nicht unbedingt Ausrüstung kaufen, weil es die krasseste und tollste und beste ist. Einfach mal so, ohne zu wissen, wofür du die überhaupt brauchst. Und das ist so der zentrale Ansatz, der hier bereits im Vorwort erwähnt wird, dass es eben darum gehen soll, was man vorhat. Natürlich sind die Bilder aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr gänzlich zeitgemäß, ne? Also schwarz-weiß, und man erkennt nicht unbedingt immer so ganz hundertprozentig, was da jetzt drauf abgebildet ist. Das heißt aber, Ja.
Ja, und manches ist heutzutage, wie ich jetzt gerade lese, auch ein bisschen überholt. Zum Beispiel Baumwollhemden bieten sich aufgrund ihres Materials an. Siehe Materialkunde. Ich habe jetzt noch nicht alles gelesen. Ich habe mal reingeschaut in einzelne Kapitel, die mich interessieren, so Thema Messer und solche Sachen. Nur mal so als Beispiel, einfach was man damals für Empfehlungen und Ideen zum Messer hatte. Das Schweizer Offiziersmesser. Das war da wohl noch relativ neu. Das kannte da noch nicht jeder. Das war da noch eine Empfehlung, so nach dem Motto, es gibt da einen, vielleicht hast du noch nichts davon gehört, so in dem Stil. Ne? Das ist aus heutiger Sicht unvorstellbar. Und das macht das eben zu einem auch irgendwo, ohne das Böse zu meinen, wirklich historisch bedeutendem Wert. Der Autor ist übrigens überall gewesen und hat gefühlt wirklich alle Touren gemacht, die es so gibt. Schneeschaufeln, Spaten, Äxte, Sägen, zu allen möglichen Sachen gibt es hier was. Sehr spannend, und das ist auch immer sehr wichtig, ist auch die Liste der möglichen Medikamente, die man mit auf Tour nehmen kann. Da sind dann auch Sachen dabei, an die man heutzutage überhaupt nicht denken würde, aber für Expeditionen ist es halt nach wie vor ein Thema, dass dann solche... Ja, er hat hier mal nach möglichen Krankheiten die entsprechenden Medikamente, die man so mitnehmen kann, geordnet. Und da findet man dann sowas wie Furunkel, Magenkrämpfe und Schmerzen, Mundhöhlenentzündung, Malaria-Vorbeugung, Pulsunregelmäßigkeiten. Gut, ob die jeweiligen Medikamente, die hier empfohlen sind, noch so ganz aktuell sind, ist nochmal eine andere Frage. Aber trotzdem finde ich es einfach schön, so als Denkhilfe, zum Beispiel auch Wasseraufbereitung. Ja, das sieht heutzutage auch alles ein bisschen anders aus. Aber ja, gerade für mich, der ich auch historisch interessiert bin, ist das extrem wertvoll. Aber wenn man sich dann wiederum das Geschirr anguckt, da sind erstens ganz viele Drangia-Töpfe dabei, die sind ja heute noch großartig. Da sind diese sogenannten Berghaferl dabei, diese kleinen Näpfchen, die sind heute auch noch großartig. Kenne ich wirklich viele Leute, die mit sowas rumrennen. Ich selber habe zwar keinen, aber das liegt einfach nur daran, dass mir die halt, hat sich einfach nicht ergeben. Ja, toll sind die sicherlich trotzdem. Und das sind also ganz viele Sachen, die man auch heute noch problemlos verwenden kann, wenn man mit Malu ein kleines bisschen aufpasst und sich da richtig verhält. Ja, ganz tolles Buch. Und auch zu Schuhen noch einiges Interessantes. Da hat sich ja auch noch nicht so viel getan jetzt in letzter Zeit. Ein guter Stiefel von vor 50 Jahren war damals auch schon ein guter Stiefel. Der wäre heute ebenfalls ein guter Stiefel. Mit dem Unterschied, dass du ihn heute wahrscheinlich nicht mehr bezahlen kannst, weil er damals noch von einem Schuhmacher tatsächlich hergestellt worden ist und nicht von einer Maschine mit ein kleines bisschen manueller Unterstützung. Jetzt will ich nichts Böses unterstellen. Hochwertige Wanderstiefel, da sind garantiert auch noch Menschen an der Herstellung irgendwie beteiligt. Aber nichtsdestotrotz, ich danke so ein paar Sachen. Waren damals absolut nicht schlechter als heute. Hier drin nachzulesen. Ja, also vielen Dank. Ein wirklich schöner Schmöker, auch gerade für abends, wenn ich denke, jetzt ist Feierabend, jetzt habe ich keine Lust auf irgendwas Digitales, jetzt lese ich noch ein bisschen und dann gerne hier drin. Und man hat so ein kleines Schmunzeln im Mundwinkel. Also wirklich eine schöne, schöne Abendliteratur. Schmunzeln nicht, weil ich irgendwie schlecht finde, was da drin steht. In keinster Weise will ich da irgendjemanden auslachen oder sowas, sondern ja, es ist einfach spannend. Ja. Ja. So, Akkuwechsel. Jo, dann habe ich den Fehler gemacht, mal wieder zu erwähnen, dass ich irgendwas nicht habe. Wann immer ich erwähne, dass ich etwas nicht habe und es sich jetzt nicht unbedingt gerade um einen Goldklumpen oder sowas handelt, ich brauche auch keinen, kommt es ja mal vor, dass ich es danach dann schon habe. Ne? Und in diesem Fall handelt es sich hier um die Tatsache, dass ich erwähnt habe, dass ich, obwohl ich quasi als ein Pädagoge arbeite, keinen Plan von der Theorie der Pädagogik habe und das einfach intuitiv mache und was scheinbar auch einigermaßen richtig funktioniert in Anbetracht dessen, dass ich genug zu tun habe derzeit. Also ganz falsch kann es nicht gewesen sein. Trotzdem vielen herzlichen Dank für zwei wirklich klassische Bücher, die mir in der Hinsicht nochmal das nötige Theoriewissen sicherlich bescheren werden. Ich habe da auch schon mal reingeguckt. Interessiert mich wirklich gar sehr. Insbesondere, da ich überdurchschnittlich lange zur Schule gegangen bin, weil ich ja so ein furchtbar schlechter und gerne zur Schule gehender Schüler gewesen bin und dann auch noch überdurchschnittlich lange studiert habe, habe ich sehr viel Pädagogik am eigenen Leib erleben dürfen. Erleiden wollte ich schon fast sagen.
Und das macht es umso spannender, sich einfach jetzt mal so retrospektiv anzugucken, was meine verschiedenen, teilweise hervorragenden, teilweise unterirdischen Lehrer denn jeweils so hätten besser machen können oder auch nicht. Und teilweise, also gerade bei einem Lehrer, der mich sehr geprägt hat, der hervorragend, wirklich großartig gewesen ist, nicht alles, was der so getan hat, war vielleicht unbedingt im klassischen Sinne pädagogisch wertvoll. Ich habe ihn mal darauf angesprochen. Aber Herr, will ich jetzt nicht weiter ausführen, wie er heißt, aber Herr so und so, das ist jetzt aber nicht pädagogisch wertvoll. Ja, da magst du ja recht haben. Aber es macht Spaß. Ein Motto fürs Leben. Naja, ja, also vielen Dank. Das ist, wie gesagt, beides sind auch so Standardwerke in dem Bereich, auch gerade wenn man als Fachfremder mal reinschnüffeln möchte. Und mehr als das habe ich ja auch eigentlich nicht vor. Vielleicht mache ich eines Tages dann doch nochmal irgendwie so einen entsprechenden Kurs. Aber ich mache ja wenig mit Kindern. Für Kinder hätte ich eigentlich am meisten noch mache ich wenig mit Kindern. Ich würde theoretisch gerne mal wieder, mal zwischendurch und so weiter. Also durchaus Interesse dran, aber kommt alles noch. Jedenfalls, wenn ich was mit Kindern machen würde, dann wäre es vielleicht sinnvoll, dass ich auch so ein paar lustige Waldspielchen wie irgendwas mit Zapfen basteln, Kastanienmännchen bauen, Wald kennenlernen, Spielchen und so ein Zeug beherrschen würde. Ich war einmal auf einem Gruppenleiter-Spieleseminar. Das ist dann ja tagsüber ganz lustig gewesen und abends dann in einem Spieleseminar für Erwachsene ausgeartet. Lassen wir das. Jedenfalls hat das irgendwie auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass Pädagogen vielleicht nicht immer, aber manchmal schon, ganz ernst zu nehmen sind. Oh, jetzt kriege ich auf den Dates, jetzt beschwert sich gleich wieder einer. Hat sich neulich erst einer beschwert, dass ich den Beruf des Pädagogen nicht ernst genug nehme, beziehungsweise die pädagogische Ausbildung nicht hoch genug einschätze. Das ist dann tatsächlich ein Missverständnis. Selbstverständlich ist das wichtig, dass man den ganzen Krempel hier mal gelernt hat. Mit Sicherheit. Da gehe ich absolut von aus. Und es hängt ja auch immer schwer davon ab, was man eigentlich macht. Ob man jemanden, der gar nichts lernen möchte, trotzdem Wissen vermitteln möchte. Dafür würde ich auch jede Theorie, die ich irgendwie kriegen kann, gerne bitte haben wollen, um das hinzukriegen. Dass jemanden, der nicht freiwillig da ist und was lernen will, ja, und deswegen extra kommt, dem was beizubringen, da wäre ich aufgeschmissen. Ja, und dafür braucht man dann sicherlich auch einen Profi-Pädagogen, der das lang und breit gelernt hat. Und daher möchte ich auch da wirklich niemandem in irgendeiner Form, der das gelernt hat, die Qualifikation absprechen oder so tun, als sei das nicht notwendig, sowas zu lernen. Ich bin in der luxuriösen Situation, dass es immer nur mit Freiwilligen zu tun habe, die wirklich auch Interesse einfach daran haben, an dem, was ich ihnen erzählen möchte. Und im Idealfall bezahlen sie dafür sogar noch Geld. Verrückte Welt. Und das macht das Leben einfach einfacher. Ne? Ja, und hier noch ein wenig Didaktik in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Für mich natürlich perfekt, ist, denke ich, auch halbwegs lesbar, vom Umfang her schlicht und ergreifend. Also schön kompakt. Hab noch nicht allzu viel reingeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fällt jetzt einfach terminlich. Fällt die Ankunft dieser Bücher mit dem Zeitpunkt, den ich mir vorgenommen habe, für das Dankeschön-Video ganz ziemlich nah zusammen. Daher kann ich da jetzt noch keine Details, aber ja. Es ist, glaube ich, auch nicht so wichtig und so zielführend, dass ich jetzt einen Vortrag darüber halte, was in diesen Büchern drin steht. Würde ich zwar so nur da auch hinkriegen. Irgendwann, wenn man oft genug zu irgendwelchen Dingen referiert, kann man innerhalb recht kurzer Zeit, das ist so einer der wenigen Vorteile, eigentlich der sehr vielen Vorteile, die mein Job so mit sich bringt, aber durchaus ein Vorteil der Tatsache, dass man eben immer besser darin wird, in kurzer Zeit zu auch ein bisschen schwierigeren Sachen behalten, und das muss nicht immer nur Wald sein, irgendwas halbwegs Hilfreiches, Zusammenhängendes und manchmal sogar Lehrreiches erzählen zu können. Ja, umso besser, wenn ich dann das hier noch gelesen habe, dann wird das bestimmt nicht schaden. Will jetzt auch nicht versprechen, dass irgendwas noch besser wird. Wirklich nicht. Ja? Und also rein vom Marketing her, ja, man hat ja sich schon mal ein bisschen beschäftigt mit, was eigentlich den Beruf des, also
Teile meines Berufs sind ja YouTube, ja, und da ist es gar nicht so falsch, wenn man nicht allzu perfekt ist, sondern schon ein bisschen nachvollziehbar Ecken und Kanten aufweist. Gut, über Ecken und Kantenmangel kann ich mich nun wirklich nicht beschweren. Ja, soll angeblich hilfreich sein. Jo, das werde ich mir also dann auch noch zu Gemüte ziehen. Ist ja nichts Dringendes. Ist ja mehr so ein Projekt für lange Winterabende, sage ich jetzt mal. Ja, das wäre dann Dankeschön Nummer 1 auch schon gewesen. Schon ist immer relativ. Vielen, vielen, vielen Dank also an alle entsprechenden Unterstützer, die meine Tätigkeit hier mit irgendwelchen Präsenten bereichert haben. Und damit darf ich nochmal Danke sagen, kann man nie genug. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Teil im Anschluss. Das ist jetzt ein separates Video, aber da hat es nämlich jemand mal wieder, diesmal maßloser als je zuvor, übertrieben. Wirklich. Jenseits von Gut und Böse. Wirklich, wirklich jenseits von Gut und Böse. Gott, das im nächsten Teil. Dankeschön, bis hierher. Herzliche Grüße auch an alle, die mir nichts geschenkt haben oder trotzdem angeguckt haben. Selbstverständlich. Und ja, dann sehen wir weiter. Macht's gut.